Anis Schulduell. Yeah! Max-Beckmann-Schule in Frankfurt-Riedberg und ihr seid jetzt schon fertig. Was macht ihr eigentlich noch hier? Ja, ich habe natürlich erstmal auf dich gewartet, Dani. Mein Name ist Sascha. Und wenn ich es mir so recht überlege, habe ich auch auf dich gewartet, mein ganzes Leben lang. Was ich total geil fand, war, als ich mit ihnen telefoniert habe, habe ich gesagt, gibt es irgendeine Kategorie, die sie jetzt nicht können? Und da hat sie echt gesagt so, ich kann alles. Was machen Sie sonst so? Also ich weiß, Sie sind Lehrerin, aber was unterrichten Sie so? Bio und Physik. Oh, schön. Dann habe ich Angst. Nicht nur zu mir, sondern auch zum Nidda-Gymnasium in Nidda. Da sitzt nämlich die Klasse, die vorgelegt hat, die es gilt zu schlagen. Die haben 8 Fragen richtig beantwortet von 10. Sag mal Hallo, Nidda. Und jetzt geht's los. Erstens, wie heißt Justin Biebers Jugendliebe? Miley Cyrus. Falsch. Selena Gomez. Bei welchem sozialen Netzwerk löschen sich Nachrichten automatisch? Snapchat. Richtig. Wie heißt der YouTuber, der Angela Merkel interviewt hat? Le Floyd. Richtig. Wer sitzt neben Dieter Bohlen als zweiter Mann in der Jury von DSDS? HP Baxter. Richtig. Wie heißt die Sängerin, die mit dem Coversong Ain't Nobody berühmt geworden ist? Jessica Simpson. Das ist falsch, Desmond Thompson. Welcher Star war bis vor kurzem noch mit Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton zusammen? Rihanna. Das ist falsch, Nico Schrödinger. Und damit hat Nidda gewonnen. Nidda! 5.000 Euro für Fanny! Schulduell. Zusammen mit dem Junge-Leute-Startprogramm der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe. Der Start in ein sicheres Leben.